Ihr wollt eure Pico-Controller verbessern? Dann bleibt unbedingt dran. Nach dem Intro geht's weiter. Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, die Firma AMVR oder AMVR hat mir diese Knuckle-Halterung für die Pico 4 geschickt und ich finde die einfach genial. Also wer die Knuckle oder den Begriff Knuckle nicht kennt, das sind die Valve Index Controller und ja, die haben genau so eine Halterung, dass man an dem Handrücken befestigt zieht und dann kann man den Controller, ohne dass man den festhält, der geht nicht mehr aus der Hand und ja, das ist einfach super. Ich mag dieses System und das ist eigentlich das Beste, was Valve Index auch ja, mit den Controllern zustande gebracht hat, meiner Meinung nach. Aber da sind die Geschmäcker natürlich verschieden. Aber ich finde das eine richtig, richtig gute Aufwertung für die Pico 4 Controller und ja, ich zeige euch das jetzt mal ganz im Detail. Also, wir haben hier eine Halterung, die oben befestigt wird. Dann haben wir hier ein Silikonband, was ja, ziemlich flexibel ist und auch ja, sehr angenehm auf der Haut, finde ich. Ist halt ja, Silikon-Gummimischung, würde ich sagen. Dann haben wir hier unten auch nochmal die Halterung für das untere Teil. Und ja, hier haben wir das Gummiband, um diese Halterung auf dem Handrücken zu befestigen, zu ziehen. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, die Montage ist eigentlich super easy. Also hier das Teil wird hier oben eingehangen. Und dann klickt man das ein. So. Drückt es ganz nach unten, sodass hier diese breite Fläche unten auf den Controller aufliegt. Und dann hat man hier einfach unten die Halterung. Das ist auch super easy. Also die Montage ist sehr, sehr schnell. Man sieht hier so eine kleine runde Ausbuchtung hier. Und die wird hier unten angesteckt. Vorher sollte man natürlich die Haltebänder entfernen, die originalen. Und dann hat man hier einfach einen Bügel, den man hier so umklappt. Und ja, schon hält das Ding und ist montiert. Dann geht man einfach rein. Wenn das zu locker ist, zieht man hier am Band, fertig. Und das Ding hält. Also das ist eine richtig, richtig gute Aufwertung für die Controller. Und es ist so angenehm, finde ich, damit dann zu spielen. Man braucht auch keine Angst mehr zu haben, dass man den irgendwie wegschleudert oder sonst was. Man muss nicht erst noch dieses Bändchen rumfummeln. Das ist natürlich auch immer störend. Also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr das noch nicht haben solltet, überlegt euch diesen Kauf. Das kostet 24,99 € und ja, ich kann es nur empfehlen. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wo man das Ganze bestellen kann. Also einmal haben wir die originale Seite natürlich. Aber dann haben wir auch, oder was heißt, ja, die originale Seite, das zeige ich euch jetzt hier mal, AMVR. Da gibt es auch einen Link dazu, wo ihr bestellen könnt. Aber ja, der Preis, den ihr hier seht, ist, kann natürlich noch behaftet werden mit Zoll und so weiter und so fort. Von daher ist es natürlich eine Gefahr, wenn ihr da bestellt, ihr kriegt jetzt hier 10% erlassen. Und dann gibt es, glaube ich, nochmal 5% auf meinen Link, den ihr bekommt unten in der Beschreibung. Und ja, das ist es dann eigentlich. Die haben super viele Sachen für Quest 2, für die Pico haben sie mehrere Sachen. Ein Silikon-Überzieher. Leder Face Cover oder PU. PU ist ja so ein Kunstleder. Ja, Quest 2 Charging Kabel. Also, die haben schon einige Sachen. Jetzt sogar für die PSVR 2 auch. Also, so ein Ladedock. Vielleicht kann ich das auch mal vorstellen. Dann werde ich das mal testen, wie das Ganze so ist. Ja, da kann man die PSVR dann auch draufpacken oder auch andere Geräte. Also die haben echt einiges am Start für ja, den VR-Bereich. Das, was wir so alle so sehr lieben. Und ja, entweder ihr bestellt hier über den Link unten in der Beschreibung, das könnt ihr machen, oder aber was viel, viel einfacher natürlich ist, über Amazon. Und ja, über Amazon haben wir hier
24,99. Ihr habt eine Prime-Lieferung und ja, wenn irgendwas nicht passt, kann man es natürlich zurückschicken, wenn euch das nicht gefällt. Aber Leute, ich bin echt begeistert. Ich bin echt begeistert. Das kann man echt super empfehlen. Ich finde auch, wie einfach diese Halterung gestaltet ist, wie einfach die Montage ist und es hält echt bombenfest. Also ich habe jetzt überhaupt kein Problem, dass mir das irgendwie wegrutscht oder sonst was. Und super, auch wie bequem hier diese Schlaufe ist, die man festzieht und schon ist man drin. Und ja, das Ganze, wie hier beschrieben, ist auch wasserfest. Man kann es schön abwischen, wenn mehrere Leute es benutzen, mal schwitzen oder so weiter, kann man das super bequem benutzen. Also ich kann euch das nur ans Herz legen. Ich finde 24,99 ist hier auch gerechtfertigt, weil die Qualität einfach stimmt von dem Ding. Also es ist kein Langzeittest. Ich habe das jetzt eine Woche, glaube ich, im Test. Und ich kann mich nicht beschweren. Ich finde es echt super. Und ich kann euch nur sagen, kaufen, kaufen, kaufen. Ja, das war es eigentlich schon mit dem Video hier. Wie gesagt, wenn immer Fragen sind, gerne unten in die Beschreibung, auf Facebook, im Discord könnt ihr das stellen. Facebook-Link und Discord-Link sind auch unten in der Beschreibung oder halt unter den Kommentaren. Da werde ich euch Rede und Antwort stehen, wenn da Fragen zu sind. Und wie gesagt, ich finde es super. Es ist eine Erleichterung, auch nicht mehr dieses Band immer rumzufummeln und so weiter. Wo habe ich es? Hier, das ist ja das originale Band. Und klar ist das ein guter Schutz, damit man die Controller nicht verliert. Aber sowas ist einfach genial. Und ja, ich kann mich nur wiederholen. Kaufen! Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Abo-Button nicht vergessen, wäre echt nice. Wenn wir in den nächsten Monaten mal auf die 2000 kommen, das wäre echt super, mit euch zusammen das zu schaffen, dieses Ziel. Das ist mein großes Ziel, jetzt auf die 2000 hinzuarbeiten. Und ja, Dankeschön auch für die Unterstützung von den Leuten, die mich jetzt so viele Jahre lang jetzt schon unterstützen. Und natürlich auch willkommen an die ganzen Neulinge, die jetzt dazugekommen sind. Ja, Leute, ich sag mal Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.